liebe Sportler, heute gibt es mal ein Video, was nicht drinnen gedreht wird, sondern draußen. Mein Name ist Birgit. Ich bin Sophia. Ich bin Luisa. Und ich bin Jens. Und wir starten direkt vor unserem Haus in Krakau. Und auf geht's in den Stadtpark. Auf unserer Joggingstrecke haben wir jetzt nun eine kleine Treppe mit Stufen gefunden. Und die können wir perfekt nutzen, um unsere Ausdauer in Form von Treppenlauf zu trainieren. Los geht's! Dabei könnt ihr auch gerne immer die Knie schön mit hochziehen. So, als nächstes möchten wir ein kleines Lauf-ABC mit euch machen und dafür könnt ihr euch einfach auf dem Weg eine kleine Startlinie markieren und ihr könnt zum Beispiel als erste Übung ein paar Nachstellschritte machen. Weiter könnte es gehen mit einem Kreuzschritt. Oder ihr fährst an. Und als letzte Beispielübung zeigen wir euch noch einen Kniegruf mit Armeinsatz. Ja, und für die, die mögen, die können dabei gerne auch springen. Und dann würde ich sagen, weiter geht's zur nächsten Übung. So, wenn ihr unterwegs dann vielleicht auch eine kleine Erhebung findet, wie dieser Baumstumpf hier, oder das kann auch eine Parkbank sein oder Treppenstufen, so wie ihr die vorhin schon gesehen habt. Da gibt es natürlich auch ein paar Übungen, die ihr machen könnt, zum Beispiel Wechselsprünge. Dabei setzt ihr einfach einen Fuß auf den Stamm, der andere bleibt unten und im Wechsel springt ihr dann hoch und runter. Dabei kann man auch noch die Arme mitnehmen. Und das Ganze für ungefähr 20 Sekunden durchhalten, kurze Pause und dann nochmal starten. Die etwas leichtere Version wäre auf den Baumstamm draufsteigen und wieder runter. Die Arme schön mitnehmen, dynamisch. Und auch hier kann man Variationen machen und die Arme mit nach vorne nehmen. So, auf einer Parkbank haben wir auch verschiedene Möglichkeiten, Übungen zu machen. Zum Beispiel für unsere Bauchmuskeln eine Runde Fahrrad fahren. Das ist natürlich möglich auch, in die andere Richtung zu fahren oder im ersten Gang zu fahren. Da könnt ihr euch einfach mal ausprobieren, solange die Bauchmuskeln durchhalten. Genau. Und für unsere Arme können wir hier auch noch was machen, und zwar die Dips. Da könnt ihr entweder die Beine strecken, und das ist die etwas schwierigere Variante, oder ihr winkelt sie an wie Luisa. Oder ihr macht Liegestützen. Und dann laufen wir weiter und finden bestimmt ein neues Sportgerät. So ihr Lieben, unsere nächste Station ist der Baum. Und zwar wollen wir an dem Baum einfach nur sitzen. Ja, also versucht einen 90-Grad-Winkel in die Knie zu bekommen und dann macht es euch einfach ein bisschen gemütlich.
bisschen weiteratmen, lächeln. So, ihr könnt dann noch eure Arme dazu nehmen. Nehmt sie nach oben und nach unten. Einatmen, ausatmen. Kreis. Einatmen, ausatmen. Ein, aus. Wenn es schon langsam anfängt zu brennen, noch durchhalten. Ihr habt es gleich geschafft. Noch drei. Noch zwei. Eins. Fertig.